Lieber Pater Ansgar, liebe Festgäste zum doppelten Jubiläum, liebe Schwestern und Brüder. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Das ist ein sehr großes Trostwort, das wir am Ende des Evangeliumabschnitts gehört haben. Aber so manchmal hilft auch dieser großartige Trost nicht mehr. Schon als einige Tage nach dem Tod Jesu die Frauen von seiner Auferstehung berichten, sind sie auf Zweifel gestoßen. Als Jesus in Galiläa den 11 Jüngern zum wiederholten Male erscheint, da zweifeln sie. Der Zweifel an der Gegenwart des auferstandenen Herrn ist sicherlich ein Problem, mit welchem die Christenheit von Anfang an zu kämpfen hatte. Wir können diese Auferstehung Jesu von den Toten eigentlich nicht beweisen. Wir können nicht seine Gegenwart naturwissenschaftlich belegen. Und so gehört wahrscheinlich der Zweifel als Kehrseite zum Glauben dazu. So wie es im Leben eine Dynamik von Höhen und Tiefen geben muss, so gibt es sie auch in der Glaubensbeziehung zu Gott. Und oft genug fühlen wir, dass unser Glaube zu klein, zu schwach ist. Dass unser Glaube längst noch nicht ausgewachsen ist. Wir stehen in einer Spannung zwischen dem Glauben und dem Zweifel. Heute ganz genauso wie die Jünger damals. Und es ist genau deswegen wahrscheinlich auch sehr bemerkenswert, dass alle Jünger von Jesus den Auftrag bekommen, in alle Welt hinauszugehen, allen Völkern das Evangelium zu bringen, sie zu taufen und in der Lehre Jesu zu unterweisen. Alle Jünger, die Starken und die Schwachen. Sogar die, die zweifeln, bekommen diesen Auftrag. Geht hinaus in die ganze Welt. Und das klingt so ganz einfach, hinauszugehen. Aber es standen ganz gewaltige Anstrengungen und Strapazen hinter diesem Satz. Geht hinaus in alle Welt. Denn die Jünger verkündeten tatsächlich voller Tatendrang die Botschaft, die ihnen Jesus überlassen hat. Sie erzählen von ihrem Glauben, der sich so wunderbar in der Auferstehung bestätigt hat. Die Jünger haben diesen Ruf Jesu gehört. Sie sind in die Welt hinausgegangen und durch schwache Menschen und durch viele einfache Christen ist das Evangelium weitergetragen worden. Vieles aus dieser Anfangszeit ist uns in der Apostelgeschichte überliefert. Und es war ja gerade Paulus, der den Glauben nach Europa brachte. Er erzählt von tagelangen Fußreisen, von äußerst unbequemen Seereisen, Seestürmen und sogar von Schiffsbruch. Unwetter und Gefängnis hat er hingenommen, um Menschen die frohe Botschaft zu bringen. Der Auftrag, den Jesus den Jüngern gab, war tatsächlich nicht einfach umzusetzen. Und wenn es Paulus war, der in die europäischen Länder zog, so sind andere Apostel in entfernte Länder gegangen und wohl mit den Karawanen über die Seitenstraße bis Indien und auf Handelswegen über Ägypten bis in den Sudan gekommen.
Geht hinaus. Geht hinaus in die ganze Welt. Und dieser Aufruf Jesu ist seit diesen 2000 Jahren nicht verstummt. Auch heute ist es notwendig und wichtig, im Alltag das Evangelium weiterzutragen. Und so ist es dann auch ein Auftrag an uns. Im Alltag sollen wir die Liebe Gottes weiterbringen. Im Alltag soll unsere Hoffnung ein Beispiel für andere sein. Im Alltag sollen wir es zeigen, wie uns der Glaube bewegt. So. Und wahrscheinlich nur auf diese Weise wird das Evangelium bei uns wachsen. Vor allem aber müssen wir selbst zu Jesus Christus hinwachsen.